Moin moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5. Ich bin hier auf dem Weg zum Schaurennen. Und zwar, was ich in der letzten Folge erwähnt habe, das Schaurennen mit dem Zug, das machen wir heute mal. Und hier ist die letzte Kurve und gleich sind wir da. Da ist es auch schon, perfekt. Du hast dein Ziel erreicht. So, jag mich durch den Canyon, auf geht's. Als, oder in Solo. Dann schauen wir doch mal. Ist ganz schön flott unterwegs, würde ich sagen. Oh, okay. Ich weiß, dass du beim UK-Festival schon Renngegenzüge hattest. Aber einen Zugführer, der so dringend gewinnen will, habe ich noch nie erlebt. Viel Glück. Na schön, dann gucken wir doch mal. Würde ich sagen. So. Ist der denn wahnsinnig? Der entgleist doch noch. Oh, schöner Drift. Ganz leicht. So. Okay, gut. Für mich immer schwierig einzuschätzen, wo wir uns gerade befinden bei diesem Schaurennen. Weil der Gegner halt eben gescriptet ist. Und man nicht weiß, ob der jetzt in einer anderen Stelle richtig Gas geben kann. Und halt auch eben, weil er eine andere Strecke fährt als man selbst. Ich weiß nicht, ob sie die Anhänger einfach abhängen dürfen, aber das verschafft ihnen definitiv einen Vorteil. Werden wir ja noch sehen. Okay, ich dachte schon, da wollte ich ein bisschen zu viel. Die Kurve war aber doch nicht dann so eng. Das heißt, das war uns nicht vergönnt. So, 180, 190, 200. Okay. Das war jetzt ein bisschen irritierend. Boah. Gut, dass er weg war. Oh, scheiße. Okay, jetzt haben wir wieder Straße. Eieiei. Okay, das wird jetzt interessant. Hier wird aber deutlich langsamer. Das meine ich damit. Das meine ich damit, aber wie sieht's aus? Als erster. 2 Minuten 5. Ja, wunderbar. Fantastisch. Keine Sorge, ich rede mit dem Zugführer. Wir könnten ihn sogar im Festivalkader einsetzen. In einem Fahrzeug, das vielleicht etwas leichter ist. Ja, warum nicht? Ich glaube, ich schaffe das wahrscheinlich. Boah, schade. Hätten wir fast einen Wheelspin bekommen. Ja, ich muss mal die anderen Sender noch hören. Müssen wir mal machen. Neues Kapitel von Die Abenteuer von Horizon. Horizon Mexico kriegt nicht genug von dir. Du bist einer unserer größten Superstars überhaupt. Wie wär's, wenn wir dich in die Ruhmeshalle aufnehmen? Du bist sowieso unterwegs dahin. Auszeichnungen für Auszeichnungen, Abenteuer für Abenteuer. Na gut, was machen wir denn? Was hatten wir denn? Da gibt's nur drei. Dann machen wir einfach hier weiter. Bacher. Da waren wir, glaube ich, sogar relativ durch, glaube ich, ne? Ich warte schon eine Weile darauf. Das ist das Schaurennen, das ich schon immer mal machen wollte. Wir sehen uns da.
Ah ja, hier ist. Ich frage mich, wie das ausgewählt wird, das Fähigkeitenlied. Oh. Wo fahren wir überhaupt gerade hin? Ja. Achso, hier, das, okay, ja. Ich würde aber ganz gerne hier die noch abschließen. 200 Meter. Aber die Punkte holen wir uns mit. Na komm, machen wir. Schade. Ich dachte, wir können hier. Schade. So, weiter geht's. Ui. Oh ja. Schade, okay, scheiß drauf. Wir fahren da jetzt zum Rennen. Wir müssen noch ein bisschen Kohle machen für die große Villa oder Burg. Gipfel Talfahrt, auf geht's. Solo. Ja. Ja. 6,9 Kilometer. Natürlich mit dem. Da sind wir wieder. Schön zu späterer Stunde. Los geht's! Darf ich mal kurz... Ja, danke. Schön rechts bleiben. Ich ziehe kurz vorbei. Bin gleich vorbeigezogen. Hey, das ist aber jetzt frech von dir. Oh, ein Auto. Also, ein Zivilistenauto. So, schöner, leichter Drift. Ich muss noch mal vorbeiziehen. Das war mein Fehler. Aber wir spulen jetzt nicht zurück. So. Oh. Deswegen haben die nach außen gezogen. Ich dachte, die haben nicht so gute Kurvenlagen. Oder so. So, jetzt komm. Ja. Das war eine saubere Kurve. Darf ich mal vorbei? Ah, scheiße. Nein. Jetzt lass mich doch vorbei. Wir sind bei 52%. Langsam muss ich mal vorbei. Sonst werde ich aber unfreundlich. Er hat eine gute Kurvenlage. Würde ich mal sagen. Oh, nicht zu viel, nicht zu viel. Ah, shit. Langsam wieder auf die Straße. Oh. 75%. Ich habe die bessere Höchstgeschwindigkeit. Hau ab! Na, ah, ich gehe nochmal zurück. Eieiei. So, hier habe ich mich zu viel auf den konzentriert. Oh. Ich wusste gerade nicht, wo lang. Da ist das Ziel. 2:10. Ja, eine halbe Sekunde Unterschied. Nicht schlecht. Hey, amigo! Was? Wieder gewonnen! Ich bitte Haley allen zu sagen, dass du noch nicht offiziell zum Festival gehörst. Für deine Ehre, ne? Gut, dann nicht. Motorschaden. Ja. Das war doch nicht verkehrt. Und es gibt ordentlich Bonus-XP. Da unten ist noch ein Straßenrennen.
Wir hatten so ein paar Straßenrennen noch, ne? Hier ist noch eins, das ist auch direkt ums Eck. Ich würde sagen, das machen wir als nächstes. Dann haben wir die bald auch abgeschlossen alle. Weil ich gerade sogar am Überlegen bin. Wir haben fast 3 Millionen. Ich überlege, ob ich noch so ein GTR kaufen soll. Wobei, es sind nur ein paar Straßenrennen. So ist es nicht. Ja, komm, dann fahren wir gerade da noch hin. Und den GTR machen wir uns dann wieder in so einer Tuning-Folge parat. Vielleicht auch... Vielleicht fahren wir da auch noch ein paar Rennen. Ich habe das Glück, dass ich schreiben und aufnehmen kann, dass ich Reisen, ich vertief mich nur ganz gerne darin. Neue Leute kennenlernen kann. Aber wenn es eine Sache gibt, die ich bei einer Karriere im Musikbusiness vermisse, und das war mir vor Horizon Mexiko gar nicht bewusst, dann sind es die Schaurennen. Und Monster Trucks. Hier gibt es 100% mehr Monster Trucks als zu Hause. Danke dafür. Ich weiß es zu schätzen. Ist dem letzten aufgefallen? Ein Lied davon ist von ihr tatsächlich. Wusste ich gar nicht, dass es eine Person ist, die es wirklich gibt. War ich überrascht, als ich mal so geguckt habe in die Tracklist von Forza Horizon. Oh. Hier waren wir noch nicht. Oh Mist. Nicht zu viel. Okay. Ich dachte schon, wir bleiben dran hängen. Den ziehen wir ab bis zum Straßenrennen. Oh. Du hast dein Ziel erreicht. Er hat diesen Moment gebraucht, bis er geladen war irgendwie. Hm. Veranstaltung betreten. Solo. Kennenfahrt. 7,8 Kilometer. Wieder mit dem. Let's get ready. Oh, schön in der Nacht. Straßenrennen. Da sind wir. Rennveranstaltung starten. Ist das ein... Nee. Oh. Ich dachte gerade kurz, das wäre ein anderes Fahrzeug. Okay, das ging besser als eben bei dem Rennen. Das muss ich doch lassen. Oder mal erwähnen. Das eben war ja relativ knapp, aber die haben wir jetzt relativ schnell überholt. Das heißt relativ schnell, auf jeden Fall schnell. Das heißt, es ist nur noch Position 1 waren. Wir bekommen halt an der Stelle keinen Windschatten. Haben dafür aber auch eben nicht das Problem, dass wir auf jemanden vor uns achten müssen. Von daher schön entspannt. Oh, shit. So, zwei enge Kurven. Oh, das war zu viel gewollt. Einmal eine Schikane voraus, aber auch relativ eng. So, das ist immer fies, wenn die NPC-Fahrzeuge vor den Kurven kommen. Da musst du erstmal umdenken, wie du fährst. Oh. Schau mal, ist das eine lange Gerade? Wenn ja, oh, da hinten müssen wir sogar wieder rum. Und wenn ja, dann können wir jetzt richtig schön Abstand gewinnen, glaube ich. Oh, shit. Mist. Das war die Scheibe. Wir müssen uns auch mal so einen ganz kleinen Wagen suchen, den wir auch mal wieder so auftun, wie das Biest.
Oh, da geht das Heck töten. Aber alles gut. Jetzt kommt eine lange Gerade und damit sollten wir eigentlich, ja, schön Abstand gewinnen. Ja, ist doch nur ein kleiner Kratzer. 2 Minuten 31. Wie viel Abstand hatten wir? Naja. Fast 3 Sekündchen. Ne, warte, es waren über 3 Sekündchen. Ah, 20.000 Credits, ich wollte gerade sagen. 5.000? Ach, der Goliath. Ja, den haben wir absichtlich noch nicht gefahren. Wo sind wir denn gerade? Wir sind hier. Wir haben bald die 3 Millionen geknackt. Haben wir denn hier oben noch irgendwas, was wir fahren können gerade? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, hier haben wir relativ viel gefahren. Ich glaube, wir müssen mal wieder zurück. Zurück zum alten Gebiet. Wobei, hier ist noch was. Saisonmeisterschaft. Grip-Rennen. Könnten wir mal machen. Bin ich nur gerade am überlegen, was hatten wir da bei Grip-Rennen? Hatten wir da den Ford? Ich bin mir da gar nicht mehr sicher. Ich habe gerade überlegt, ob ich hier mit Link irgendwas sagen soll. Da hat mir tatsächlich mal einer drauf geantwortet. Das war aber, glaube ich, vor einer Folge, ganz kurz davor. In 200 Metern links abbiegen. Oh. Ich dachte, der Weg wäre noch vor den Häusern. Na gut, da haben wir die Straße wieder. Straßenentdeckung. So, an der Meisterschaft teilnehmen. Hey, das Positive an der Sache ist, wir fahren den ersten Platz. Dort oben echt wunderschön. Ach, guck mal. Damit fangen wir an. Und ihr sie, solange ihr wollt, genießen könnt. Habe ich den mal bekommen? Ich meine, zumindest so lange, bis der Lokführer euch holen kommt. Und das passiert sicher. Jetzt bin ich ein bisschen verwundert. Hier sind wir jetzt begrenzt. Ist das dein Linkssitzer? Ich denke mal schon, oder? Mangroven-Grip-Rennen. Dann starten wir doch mal. Gucken wir mal. Ich denke aber mal, die Klasse wurde beschränkt. Und möglicherweise müssen wir dafür noch eine Auswahl treffen an Fahrzeugen. Aber stand da nicht eben sogar... Kaufen? Ist das nicht so, wenn man das Rennen startet und vielleicht sogar nichts hat? Müssen wir mal gucken, wenn das hier nichts geben sollte. Oh. Okay. Position 9. 3 Runden. Müssen wir echt schauen. Ja, das ist so halb Asphalt, halb oh, was war das? Halb Offroad. Oder großteils Offroad. Da hätte sich das wirklich gelohnt, den Fokus zu nehmen, hätten wir die Auswahlmöglichkeit gehabt. An Forza Horizon 1 denken. Eins meiner ersten Rennen, das war noch in der Demo, vielleicht war es sogar das erste Rennen, war erstmal schön Offroad. Oder zumindest ein Teilabschnitt war es. Ich glaube, der erste Teil. Ach ja. Was? Mann, sind die Runden lang. Ich dachte, wir wären schon in der zweiten. Ich meine, das ist ja gut für uns. Wir müssen noch ein paar Plätze holen. Hol mich doch nicht. Du hast doch gefuscht. Boah.
hat mich hinten reingerammt. Und ich versuche hier sauber zu fahren. Oh, an die habe ich das Gefühl, kommen wir echt nicht ran. Schauen wir die Runde noch. Beziehungsweise die Teilrunde. Okay, das war zu viel. Halt ganz langsam näher. Aber ich glaube, das wird nicht reichen. Wenn hier die Zielgerade ist, dann reicht es nicht. Ja. Okay, nee, dann lassen wir das erstmal. Das machen wir dann. Ja, das machen wir dann mit einem anderen Fahrzeug. Hä? Wieso sind wir noch in dem? So, ja. Gucken wir mal gerade, ob wir was kaufen könnten. Und wenn ja, was? Hast du dein Ziel erreicht? Irgendwas, was halt ein bisschen besser im Offroad ist. Können wir gerade mal was gucken hier, wenn wir schon in dem sitzen. 36 Punkte haben wir. Hier kriegen wir 2 Wheelspins. So, machen wir doch gleich mal. Mhm. Na? Ah. Der drüber wäre bestimmt cool gewesen. Na schön, letzter Spin. Was bekommen wir? Kleidung. Ah, super. Oh, hier ist es ja schon. Du hast dein Ziel erreicht. So, Veranstaltung fortsetzen. Empfohlenes Auto kaufen. Genau das meinte ich. Das können wir mal machen. Ich fand ja, der VW ist ziemlich abgegangen. Kriegen wir hier einen VW? Oder der? Nissan ist das. Wo waren wir denn jetzt? Hier, ne? Moment. Filter? Nein, nicht Filter. Ah, der ist auf jeden Fall Allrad. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich würde halt nur gerne sehen, wie die abschneiden. Ja, ist ein Rechtssitzer. Schade. Könnten wir das theoretisch aber auch machen. Hier, das ist doch... Ist der Mini nicht auch Allrad? Ich dachte, der wäre Allrad. Das ist aber tatsächlich einer der einzigen Allradfahrzeuge. Der hier wäre halt auch lustig. Aber der hat deutlich weniger Leistung. Ich glaube, mit dem sind wir echt gut dabei. Oder halt der Mini, aber der ist halt nicht Allrad. Der hier hat sogar 600. Ist aber nur Front. Nehmen wir den. Was soll's? Ich würde aber gerne irgendwas Abgedrehtes nehmen dann.
Oder? Warum muss abgedrehtes nehmen? Weil zu abgedreht ist auch nicht so. Oder? Ja, komm, wir nehmen einfach weiß. Was soll's? 20.000 investieren wir. Wird hoffentlich eine gute Investition. Ich würde aber sagen, wir schauen das erst in der nächsten Folge, wie der so abschneidet, weil wir schon wieder am Ende einer Folge sind. Ich bedanke mich an der Stelle ganz herzlich fürs Einschalten und hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Und wenn sie euch gefallen hat, dann seid doch so lieb, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.